Ein chaotisches Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf dem Kanal. Und ich habe wieder ein paar Bugs. Insgesamt sind jetzt 3 Bugs auf MMG wieder mal. Nämlich den ersten seht ihr hier gleich im Hintergrund. Nämlich, ich weiß nicht wieso, aber alle meine Köpfe, das sollen ja eigentlich Killerwachköpfe sein. Hier oben habe ich nämlich ebenfalls welche. Alle meine Köpfe sind zu Steve-Köpfen umgewandelt worden. Aber jetzt sagt nicht, dass jeder Kopf ein Steve-Kopf ist. Nein. Wo haben wir denn meine Köpfe? Genau hier. Kopf von Killerwach, Kopf von Killerwach. Die ganzen Köpfe da sind normal. Sparkys, Lochhammers, keine Ahnung von wem den er ist. Ja, genau. YouTube-Kopf. Nicht. Hauptsache meiner. Ist normal, aber es ist nur für mich so, wenn man jetzt. Wenn ich später dann auf meinen zweiten Account komme, um euch dann noch was zu zeigen, wie ich genau das hier jetzt, könnt ihr sehen, dass die Köpfe bei mir so sind. Also nur bei mir, jetzt nur bei dem Killerwach-Account. Das ist so komisch. Nämlich, den nächsten Bug, warum ich jetzt diese Treppen hier aufgestellt habe, man weiß vielleicht, man kann sich daher setzen. Alles schön und gut. Aber, was manche vielleicht nicht wissen, man kann sich auch einfach da unten hinsetzen. Hier bin ich jetzt mit meinem Second Account und man sieht den Namen nicht. Ja, ja. Nämlich jetzt. Hier, man sieht. Ich weiß gar nicht, habe ich Zugriff? Nein, ich habe mir selbst keine Rechte gegeben. Hier sieht man, dass ich normale Köpfe habe. Auch die Köpfe oben sind normal. Es ist urstrange irgendwie. Also nur für mich sind diese Köpfe sowas. Nur für den Killerwach-Account. Und ich sitze gerade in diesen Stufen. Warum sitze ich in diesen Stufen? Ich weiß es nicht. Würde ich sagen, kommen wir jetzt noch schlussendlich zum dritten Bug und der ist in der Lobby. Also, bis gleich. Und wir sind jetzt in der Lobby. Wie gesagt, hier gibt es noch den nächsten Bug. Nämlich, ich weiß nicht, ob ihr euch daran erinnern könnt, aber bei meinem letzten Bug-Video habe ich ja gezeigt, oder bei meinem vorletzten habe ich ja gezeigt, dass man mit diesem Schafspad da in dieses Luftschiff da hinten reinkommt. Und da drin sind ja 2 Schilder, das hier wird nie jemand sehen. Mhm, jetzt haben es welche gesehen. Tut mir leid, Team. Auf jeden Fall muss man das Schafspad wieder auswählen und diesmal in den Team-Geheimgang gehen. By the way, das ist nicht Magdell. Furzarena ist nicht beim Team. Wie man sieht, Stand 5.2. Man geht hierher ans Eck, springt und use das Skypad. Und man ist im Inneren. Würde ich sagen, lasse ich meine Magie walten. 3, 2, 1, jetzt seht ihr alles heller. Und da führe ich euch mal ganz kurz herum. Währenddessen ich mich einmal kurz da nach oben porte, damit ich euch zeigen kann, was es mit den Comment Blocks auf hat. Eigentlich gar nichts. Aber da hört sie halt diesen Sound, einmal genau hinhören. Das ist bei dem einen Secret, wird da glaube ich verwendet. Und einfach nur zum Testen da. Mehr weiß ich nicht. Hier unten sind Glowstone Block oder ein Glowstone oder. Okay, sind doch mehr. Okay. Weil wir sind im Prinzip gerade hinter den Kulissen. Wir sind in der Lobby. Wir sind nicht hinter der Lobby, also out of map. Wir sind in der Lobby. Freunde, wir haben es geschafft. Wir sind offiziell in der Lobby. Wir waren außerhalb der Lobby. Wir sind überall hingekommen. Wir haben alles erreicht, was man jetzt mit der Lobby erreichen kann. Ich bin schon irgendwie stolz auf mich. Aber ja. Das würde ich sagen. Ich finde das richtig toll. Hier sind ein Comment Block, 2 Comment Block, 3 Comment Block, 4 Comment Blocks, 5 Comment Blocks, wenn man den zweiten damit zählt. Ja, eine Sache gäbe es noch zum Zeigen hier. Ja, da will er einen Chat Sparky haben. Der AFK ist, glaube ich. Wenn ich mich da reinporte, weiß ich nicht, wo ich gerade hinkomme. Ich glaube, ich bug mich gerade raus. Sorry, ich muss gerade lachen über den Typ hier im Chat. Aber ich glaube, man kommt hier ganz normal raus. Genau, hier. Ich bin jetzt. Ich nehme mal das Homepad zur Sicherheit.
Gut, ich komme hier doch nicht mehr raus. Oh ja, ich komme hier raus. Jawohl. Fake News. Ich bin rausgekommen. Jedenfalls bin ich jetzt hier. Und würde sagen, das war's mit dem Video. Und wir sehen uns beim nächsten Mal. Ciao.